Ist sie die erotischste Kandidatin aller Zeiten? Valentinas Outfit ist Bombe, also echt scharf. Vielleicht nicht ganz so praktisch, aber wichtig ist ja, wie sie sich damit anstellt. Und warum ist der Lamborghini-Bauer so kacke zu seiner Hofdame? Er war vorbereitet, hatte dann Stiefel an und ich musste leider Gottes mit meinen Turnschuhen in den Mist reinsteigen. Ich stand halt richtig knöcheltief in den Mist drin mit meinen Schuhen. Die Antwort auf diese Fragen und noch vieles weitere werden wir gemeinsam herausfinden, und zwar in einer neuen Folge von Bauersuchtfrau 2023. Oh, und ich werde es natürlich auch noch kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und auch bei Bauersuchtfrau gilt, du kannst es natürlich jederzeit in voller Länge und sogar schon vor TV-Ausstrahlung auf RTL Plus schauen, deswegen packe ich dir den Link ziemlich weit oben in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir fangen heute wieder beim Lamborghini-Bauern an, bei dem die Frau ja irgendwie in der Zelle schlafen muss, nun aber immerhin Frühstück bekommt. Nach der ersten Nacht ist es schön, dass man früh ist, dann zu zweit gleich frühstücken kann und dass man allein am Tisch sitzt. Und da gibt es auf jeden Fall selbstgemachte Wurst. Leckere Wurst. Ja, denn Steffen ist ja Metzger oder Fleischer. Ich weiß immer ehrlich gesagt, ich glaube, da gibt es gar keinen Unterschied, oder? Das ist nur, ob man im Norden oder im Süden von Deutschland wohnt. Aber egal. Jedenfalls gibt es sehr leckere Wurst und davon gerne dann auch mal ein paar Scheiben mehr. Ne, so doppelt belegen kann ich das nicht essen. So viel legst du dir da drauf? Und hier würde mich jetzt tatsächlich schon mal wieder eure Meinung interessieren. Gehört ihr eher zu der Fraktion, die dann vielleicht ein Brötchen mehr isst, aber mit weniger Belag? Oder lieber mit mehr Belag, aber dafür ein Brötchen weniger? Ich belege meine Brötchen nämlich auch in der Regel eher sehr üppig. Aber na gut, trotzdem merkt man irgendwie so ein bisschen, Steffen ist wirklich der typische Junggeselle mit allen negativen Seiten. Wann hattest du denn eigentlich letztes Mal Ladybesuch hier zum Frühstück oder? Ja, schon ein bisschen länger her. Bisschen länger her? Ja, und das merkt man, finde ich, auch durchaus ein kleines bisschen. Danach möchte Steffen seine Hofdame aber dann doch mal überzeugen, indem sie mit toten Tieren arbeiten, wie romantisch. Und da gibt es sogar ein echtes Familienrezept. Da soll man Petersilie, Schnittlauch, ja? Und Opas Geheimgewürze. So. Ist das Opas Rezept? Opas Rezept, jawohl. Aha. Die Weißwürste machen wir nach Hausrezept von meinem Opa noch. Oh, Maggi noch? Maggi? Maggi. Maggi muss immer rein. Und ich persönlich habe jetzt keine Ahnung, finde ein Traditionsrezept mit Maggi aber ein bisschen eigenartig. Danach darf die Frau dann aber jedenfalls endlich mal an Steffens Wurst. Klingt falsch, stimmt allerdings und sie stellt sich beim Wirbeln auch ganz gut an. Klingt echt ein bisschen komisch. Genau, und dann... So, gar nicht mal so einfach, du. Ja, Hilfe. Passt schon, passt schon. Katrin hat sich ganz gut angestellt. Ich habe sie ja 2-3 Mal gezeigt und die hat es gleich auf Anhieb gekönnt. Und es ist schon ein schönes Gefühl, wenn eine Frau in der Wurstküche mithilft. Ja, ich muss auch sagen, das schönste Gefühl, das ich mir vorstellen kann, ist auch eine Frau in meiner Wurstküche. Na gut, aber danach werden sich dann auch nochmal Steffens Tiere angeschaut, die dann ja später auch in die Wurst kommen. Es wird einfach immer romantischer. Bisschen Angst habe ich ja schon, muss ich sagen. Ne? Ja, du bleibst immer hinter mir. Und du bist dabei. Genau, und da passiert ja nichts. Also komme ich da lebend wieder raus? Ja, ich hoffe schon. Ja, ich denke schon. Du hoffst schon? Ich denke schon. Glücklicherweise geht es dann aber nicht um sowas Niedliches wie Tiere angucken oder Tiere streicheln oder lieb zu Tieren sein oder so. Nein, es geht um Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch ziemlich fest an den Schuhen. Er war vorbereitet, hatte dann Stiefel an und ich musste leider Gottes mit meinen Turnschuhen in den Mist reinsteigen. Ich stand halt richtig knöcheltief in den Mist drin mit meinen Schuhen. Und ich muss sagen, ich kann sie da sehr, sehr gut verstehen. Steffen fand es allerdings total witzig und hat sich vielleicht auch ein bisschen zu doll darüber gefreut. Ich glaube, als die Gentleman-Gene damals im Himmel verteilt wurden, hatte der einen Attest von seiner Mama. Fand, dass Katrin in der Scheiße gut stand. Oder keine Angst gefordert habe, dreckig zu werden. Und nee, die hat es sofort mitgemacht und hat sich ja gar nicht dumm angestellt. Ach, sie hat sich gar nicht dumm angestellt. Na, das hat er aber schön gesagt. Und dann hat er sich, wenn man so möchte, ein bisschen dumm angestellt. Er hat ihr dann nämlich offenbart, dass das eigentlich alles nur Quatsch war und ihre Schuhe jetzt völlig umsonst voller Scheiße sind. War doch ein kleiner Spaß eben mit der Hand. Nee, ne? Ich hole jetzt den Bulldog, den Drecker, und dann fahren wir das mit dem Drecker raus. Du wolltest mich testen. Ich habe schon gedacht, ich werde nie fertig heute hier. Immerhin muss man aber sagen, die Frau lässt das nicht nur mit sich machen. Nein, die ist auch immer noch mit Feuereifer dabei und fährt dann auch den Bulldog und stellt sich eigentlich ziemlich gut an. Boah, ist ja schon ganz schön heftig, ne? Kupplung, Kupplung. Aber Katrin hat keine Berührungsängste und hat es super umgesetzt. Noch ein Stück hoch. Und nur noch innen. Runter.
Naja, nur keine Berührungsängste hat Steffen irgendwie so ein kleines bisschen, denn man darf natürlich nicht vergessen, eigentlich ist das jetzt hier nicht die Hofprobe-Arbeitswoche, sondern eine Woche, wo man sich hoffentlich ineinander verliebt. Und die Frau, glaube ich, würde das sogar gerne, aber Steffen macht sie echt schwer. In dem Pfarrhaus ist es natürlich eng und da könnte man sich mal näher kommen. Ist alles schön sauber? Ja. Bin stolz auf dich. Leider war das auch wieder rein platonisch, aber ich bin da optimistisch, dass das noch besser wird. Ja. Da war Katrin auf jeden Fall deutlich. Jetzt ist nur die Frage, was empfindet Steffen denn für sie, weil ich kann den auch überhaupt nicht lesen. Ein bisschen habe ich das Gefühl, er sieht sie eher als Wurstfachverkäuferin. Aber was sagt er denn dazu? Ich fühle mich gut in der Nähe von Katrin, aber der Funke ist noch nicht übergesprungen. Aber ausgeschlossen ist es nicht, dass doch noch ein Funke irgendwie überspringt. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass er noch an ihr Wurstfach darf. Und um das ein bisschen zu forcieren, gibt es dann auch mal wieder einen Ausflug mit dem Lamborghini. Wobei, nein, die beiden können diese Automarke natürlich immer noch nicht richtig aussprechen. Wir machen einen Ausflug. Da habe ich mich gefreut. Ich dachte, oh, er lässt sich mal was einfallen. Das ist ja mal schön, mit dem Lamborghini fahren. Finde ich gut. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass das nicht unbedingt bedeutet, sich was einfallen zu lassen, weil das macht er sowieso eigentlich bei jeder Gelegenheit. Aber okay. Trotzdem möchte Katrin das dann für etwas nutzen. Und das wird auch wirklich, glaube ich, Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, nutz doch mal die Gelegenheit und frag ihn nach seinen Gefühlen oder wie er das sieht, die Zeit jetzt mit mir. Ja, und dann führen die beiden auch ein ernsthaftes und erwachsenes Gespräch, und das meine ich jetzt ausnahmsweise nicht ironisch, während sie Eisbecher essen, die echt lecker aussehen. Leute, ich habe Hunger. Ich vergesse immer vor den Videos was zu essen und jedes Mal bereue ich das. Hey, finde ich super nett, super toll, freundlich, hilfsbereit, ist alles okay. Aber bis jetzt sind die großen Gefühle nicht so gekommen. Das war tatsächlich relativ deutlich und ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig. Trotzdem möchte Katrin noch nicht wirklich aufgeben und Steffen auch nicht. Aber ich persönlich habe das Gefühl, der Zug ist schon ein bisschen länger nicht mehr im Bahnhof. Das ist ja mal eine Aussage oder wenigstens mal, wo man dann, sag ich mal, mitarbeiten kann. Ne? War schon wichtig, dass es angesprochen hat. Ich habe vielleicht so ein bisschen Schubser gebraucht, um aus mir rauszukommen. Und dann gucken wir, was der Rest der Woche noch so bringt und ob da Gefühle aufkommen. Und mir doch ein paar werden. Ach, das klingt ja echt alles nicht so positiv. Da gehen wir doch mal lieber gleich weiter zu Patrick und Sarina. Und bei denen ist es sehr schön. Er wird sogar langsam zu einem echten Romantiker. Wir machen ja unser komplettes Holz selbst. Wir heizen selber. Die Sarina kann mir auf jeden Fall dabei helfen, das Holz klein zu sägen. Ich nehme den. Ja. Und dann Feuer frei. Okay. Und sie darf ihm dann tatsächlich helfen, indem sie eigentlich streng genommen überhaupt nichts macht, außer ihm zuzugucken. Das findet sie aber immerhin geil. Aber ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich glaube, sie fände es auch okay, wenn er mit seiner Säge Rehe durchschneiden würde. Hauptsache, sie darf in seiner Nähe sein. Patrick hat den männlichen Part übernommen, die Stämme klein zu schneiden. Ist natürlich auch, auch ein bisschen sexy. Genau, und sie hat den weiblichen Part übernommen und der bedeutet immer noch, dass sie irgendwie nichts gemacht hat. Aber okay, am Ende hat Patrick dann sogar tatsächlich die Zeit genutzt, um ihr ein spontanes Geschenk zu überreichen. Und ich habe ja schon gesagt, ja, er kann auch romantisch. Ich habe Holz gefunden. Guck mal da. Ich habe mir Mühe gegeben. Versuch, hast du das jetzt gerade gemacht? Ja. Ich habe es gar nicht mitbekommen vor lauter Arbeiten. Ja, siehst du mal, wie schnell das geht. Das hast du echt süß gemacht. Ja. Und ich weiß, ich mache mich ja manchmal ein bisschen über die beiden lustig. Ich finde aber wirklich, dass das passt. Und ich merke auch, dass er sich ja wirklich bemüht. Manchmal reicht das nicht, aber in diesem Falle ist es, glaube ich, genug. Und bei Sarina kommt es halt auch einfach gut an. Ich finde, dass es schon eine Liebeserklärung ist. Also ich meine, es ist ein Holz geschnitzt und das macht man ja auch nicht einfach so. Das stimmt. Wobei ich jetzt auch sagen würde, nur weil es in Holz geschnitzt ist, ist man jetzt nicht unbedingt sein Leben lang verheiratet. Aber vielleicht schaffen die beiden das ja trotzdem. Leider neigt sich die Hofwoche aber dem Ende zu. Und dann ist es natürlich auch Zeit für das Fazitgespräch. Die Hofwoche geht da jetzt zu Ende. Ja, zu schnell. Hat ja viel Spaß gemacht mit dir. Mit dir auch? Ja. Mhm. Ich habe mir noch eine kleine Überraschung für uns überlegt. Ich wollte mal probieren, noch ein bisschen romantisch zu sein. Okay. Naja, und ich muss sagen, die Idee vorhin mit dem Holz, die fand ich wirklich romantisch. Seine nächste Idee ist jetzt nicht unbedingt die Definition von Romantik, die ich habe. Andererseits passt das gut zu RTL, denn das, was sie gleich machen, sieht man ja auch eigentlich in jeder Staffel von Bachelor und bei Temptation Island. Ja, dann muss es wohl doch romantisch sein. Ah, das sieht ja heiß aus. Ja klar. Heißer Quad, heiße Frau. Ich finde
das total geil. Also Action, und dann konnte ich ja auch mich gleich gut an ihn rankuscheln, dass ich auch ja nicht über Bord gehe. Sarina findet wirklich alles toll und sie guckt ihn auch unfassbar verliebt an. Also insofern kann jetzt ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Jetzt sollten die beiden sich nur noch endgültig ihre Liebe gestehen. Die Woche hat viel Spaß gemacht. Hat mir auf jeden Fall eine Freude gemacht, mit dir so viel Zeit zu verbringen und den Hof zu zeigen, wie ich lebe. Okay, Patrick, ne? Das war jetzt alles total lieb gesagt, aber eine Liebeserklärung ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, wir geben das Mikro lieber mal an Sarina weiter und ich hoffe, die kriegt das besser hin. Also ich fand's sehr schön bei dir, eine wunderschöne Zeit, und weil wir uns einfach so gut verstanden haben und weil ich dann schlussendlich dann doch auch Gefühle für dich entwickelt habe. Das finde ich aber interessant formuliert, oder? Weil schlussendlich, ich persönlich hatte das Gefühl, dass Sarina ihn von Moment 1 an schon mehr oder weniger abgrundtief geliebt hat. Aber okay, trotzdem ist das ja auf jeden Fall eine Liebeserklärung. Und jetzt muss Patrick natürlich auch langsamer aus dem Quark kommen. Und zum Glück schafft er das dann auch. So eine tolle Frau wie dich kennenzulernen, rechnet man ja eigentlich gar nicht. Aber ja, manchmal hauen Sachen einen um oder Menschen einen um. Und diese Woche warst du diejenige, die mich umgehauen hat. Das klingt zwar derbe auswendig gelernt und ein bisschen von der RTL vorgesprochen, aber schön ist es trotzdem. Und dann gibt es ihn auch noch, den großen romantischen Moment zwischen den beiden. Und ja, bei denen kann ich mir echt eine Zukunft vorstellen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du vielleicht wiederkommst oder gar nicht gehst. Wenn du das dann natürlich auch möchtest. Ja. Würde mich sehr freuen. Und ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Das ist nämlich für mich immer ein kostenloses Zeichen der Wertschätzung, das mir tatsächlich viel bedeutet. Und dann würde ich sagen, wir gehen auch direkt weiter zum nächsten Hof. Nämlich zu Max, einem meiner absoluten Highlight-Bauern, der heute natürlich mit seiner Hofdame wieder arbeitet. Machst du das sonst immer alleine? Ja, eigentlich schon. Und es ist schön, wenn ich eine Hilfe hätte, ne? Ja, aber wie machst du das denn alleine? Na, ich zeig dir das gleich. Wir lassen hier los. Und ich weiß ja nicht, ne? Also ich finde, die beiden haben eine gute Zeit, aber irgendwie betont Max das mit der Hilfe ein bisschen zu oft. Allerdings kann er die auch wirklich gut gebrauchen, denn das ist schwere Arbeit. Und ich frage mich ein bisschen, wie er das seit so vielen Jahren eigentlich alleine stemmt. Schieben. Jetzt mit Schwung kippen. Und das Knie drunter. Und hoch. Nochmal kippen. Und nochmal kippen. Nein, oder so. Schieben. Schieben. Ich würde sagen, die beiden sind ein gutes Team. Ich würde aber auch sagen, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass das der Frau manchmal trotzdem ein bisschen zu viel ist. Und dieser Eindruck hat mich wohl nicht getrogen. Er betont ja immer wieder, er braucht eine Hilfe. Und er erwartet von der Frau auch, dass die das macht. Und ich glaube schon, dass ich dafür geeignet bin. Ich würde aber immer noch mit meinem Geschäft was zu tun haben. Und da wird das dann vielleicht dann doch nicht mehr so gut funktionieren. Noch funktioniert es allerdings gut. Und sie kann glücklicherweise auch problemlos Trecker fahren. Und er hat natürlich wie immer seine Sicherheitsschlappen dabei. Und er sieht wirklich, finde ich, in jeder Einstellung genauso aus wie dieser deutsche Touri, den man sich immer vorstellt. Okay, willst du mal fahren? Nimm mal deine Füße da weg. Ja. Und los geht's. Jetzt sind die Gas. Wunderbar. Damit ist die Arbeit aber natürlich noch nicht erfüllt. Ich muss nochmal sagen, dass mich ein bisschen wundert, wie Max das A sonst alles alleine macht und B, wie er sich das in Zukunft vorstellt, wenn er noch ein bisschen älter wird. Gut, das reicht. Wenn ich es alleine mache, muss ich das 6-7 Mal rauf, die Leiter runter, wieder rauf, wieder runter anhängen. Also es ist für einen Mann mühselig. Nun gibt es ja aber zum Glück auch noch eine Frau. Und ein paar technische Hilfsmittel hat er dann auch noch. Auch wenn ich mir manchmal unsicher bin, ob das jetzt den neuesten TÜV-Standards genügt. So. Ja, hängt. Geht fix zur Seite, falls das Ding doch... Du kannst dich auch näher ranstellen, da passiert nichts. Ich habe das voll im Griff. Näher ranstellen. Das sind so diese typischen letzten Worte, die man noch hört, ehe dann irgendwo in der Zeitung steht, dass mal wieder jemand von einem Strohballen zerquetscht wurde, oder? Naja. Ganz so weit kommt es dann zum Glück nicht. So eine gewisse kleine Missstimmung merkt man aber trotzdem. Klar, er hat natürlich Tricks und so weiter, wie man die Rollen rauf und runter hin und her bekommt. Aber das ist schon ziemlich anstrengende Arbeit auch. Und ich weiß nicht, ob ich das so als Alltag haben wollte. Also ich würde mir sehr wünschen, dass er da in Zukunft auch Lust hat, mir zu helfen. Ich weiß ja nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die gefühlstechnisch nicht ganz auf einer Ebene sind momentan. Aber vielleicht wird es ja besser, wenn es endlich mal was Romantisches gibt. Und das hat natürlich wieder was mit Pferden zu tun. Fahren wir jetzt endlich mal Kutsche? Das habe ich dir versprochen. Das ja.
Und ich wusste bloß noch nicht wann, aber heute ist es soweit. Ja, endlich. Da freue ich mich ja drauf. Die Kutsche steht schon hier. Und ich muss auch sagen, ich finde Kutsche fahren cool. Und Susanne ist sowieso irgendwie begeisterte Kutscherin und hat wohl auch mal irgendwie den Preis gewonnen oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Also könnte das jetzt ja einfach nur perfekt werden. Das Kutschefahren ist für mich das Highlight, ein Ausgleich für die viele Arbeit. Und dann mit der Susanne an der Seite auf der Kutsche zu sitzen, besser und schöner geht's nicht. Okay, Max, aber wenn du jetzt wirklich möchtest, dass das hier noch was wird, dann wäre es relativ wichtig, dass du jetzt auch vielleicht nochmal einen Schritt weiter gehst oder zumindest mal nachfragst, wie es eigentlich um Susannes Gefühle steht. Und das tut er dann auch, ist aber vielleicht ein bisschen too much. Schon geht's voran. Du kannst das. Susanne, du bist spitze. Ich freue mich riesig. Das ist richtig toll. Susanne, ich freue mich riesig, dass es so funktioniert. Oh, genau so habe ich mir das gewünscht. Na, da war die Hand aber auf jeden Fall am Knie. Und man muss ja auch sagen, Susanne hat sich das gefallen lassen. Ich glaube, das ist eine Frau, die definitiv Nein gesagt hätte, wenn sie es nicht gewollt hätte. Trotzdem haben die beiden sich wieder so ein bisschen darüber gedrückt, jetzt zu sprechen, wo sie gefühlstechnisch stehen. Aber kein Problem, das macht Susanne dann einfach mit dem RTL-Reporter. Wir frotzeln, wir machen Spaß, wir haben den gleichen Sinn für Humor. Das ist alles gar kein Problem, aber meine Gefühle sind, glaube ich, nicht so stark wie seine. Oh, okay, das war jetzt doch einigermaßen deutlich und klingt ehrlich gesagt auch schon ziemlich, ja, wie soll ich sagen, abgeschlossen. Trotzdem sprechen die beiden dann auch nochmal darüber. Und ich wünsche mir wirklich, dass Susanne irgendwann mal Outfits mit weniger Augen anzieht. Ja, es war eine tolle halbe Hofwoche hier bis jetzt, muss schön, ich sagen. Freue ja. ich mich. Und du, Max, bist ein toller Typ. Freue ich mich. Muss ich dir wirklich sagen. Was ich vielleicht nicht so wusste, dass es so doch ein bisschen sehr einsam ist für mich. So hier auf so einem ganz kleinen Hof und so. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist für mich. Okay, das bedeutet dann also, alle Liebeschancen zwischen den beiden sind vorbei oder geht da vielleicht doch noch was? Na und, willst du jetzt die Hofwoche noch machen oder willst du vorher weg? Ich glaube, jetzt, wo ich das so gesagt habe, kannst du, ich glaube, dann sollte ich lieber gehen. Hui. Und hier war ich mir ein bisschen unsicher, wie Max jetzt reagieren würde, weil er ist zwar schon ein älteres Semester und ich glaube, er ist eigentlich auch ein relativ, wie soll ich sagen, lockerer Typ. Auf der anderen Seite, er hat natürlich schon Gefühle entwickelt, aber sein Umgang damit war, fand ich wirklich echt vorbildlich. Wenn du sagst, dir ist es zu langweilig und ich habe noch niemanden und du willst dann wirklich mal in Rente gehen, schreibst mir eine WhatsApp und sagst du, ich hab noch eine Hand frei. In diesen Tagen habe ich ihn so richtig lieb gewonnen. Mit dem kann man nicht nur Pferde stehlen, sondern auch Pferde haben. Und ich wünsche mir für ihn, dass er diese Frau wirklich findet, die er sucht. Das wünsche ich Max auch. Und ich kann es ja schon mal spoilern. Er bekommt tatsächlich in den nächsten Folgen nochmal die Gelegenheit, eine andere Frau kennenzulernen. Vorerst gehen wir jetzt allerdings weiter zum nächsten Hof. Denn einige von euch haben ja in den Kommentaren schon gefragt, hey, Bäuerin Steffi hat doch eigentlich eine Tochter. Wieso kommt die nie vor? Jetzt ist sie dabei. Carlotta wird heute zu Besuch kommen und mein Vater wird sie gleich vorbeibringen. Dein Vater auch? Mein Papa kommt auch. Okay. Der will hier auch mal luschern, ob wir die Lage hier im Griff haben. Bei Carlotta muss ich übrigens sagen, ist für mich ein sehr, sehr cooler Name. Ich muss aber auch sagen, es wäre mir, glaube ich, fast lieber gewesen, wenn man das Kind jetzt im Fernsehen nicht unbedingt gezeigt hätte. Andererseits, gut, ist Bauersefrau auch ein sehr nettes Format und ich glaube, da muss das Kind jetzt keine negativen Konsequenzen erwarten. Und natürlich ist sie für Stefanie ein absolut zentraler Teil ihres Lebens. Carlotta ist während der Hofwoche bei Opa und mir ist es total wichtig, dass Timo und meine Tochter sich kennenlernen. Denn wenn sie Probleme damit hat, dann wäre das für mich schon ein Ausschlusskriterium. Kann ich verstehen, ist für Timo natürlich aber auch eine große Verantwortung. Und man weiß ja auch immer noch nicht so richtig, wo stehen er und Stefanie jetzt eigentlich sowieso so grundsätzlich gefühlstechnisch. Glaub, ein bisschen war er am Schwimmen. Dass ich Carlotta und Steffis Vater jetzt kennenlerne, da bin ich sehr aufgeregt. Dadurch, dass ich ja auch zwei Kinder habe, weiß ich, das ist ein großer Schritt, den sie auch macht. Das berührt mich auch. Das ist tatsächlich sehr schön. Und dann ist es auch schon soweit und wir dürfen Carlotta kennenlernen. Beziehungsweise wir haben sie ja streng genommen schon in der Aufrufsendung damals ein bisschen kennengelernt. Und Steffis Papa gibt es noch gratis obendrauf. Hi! Na? Na? Moin, Fadi. Moin. Na, wie geht's euch denn? Okay, und viele von euch wissen das ja, ich war ja mal Grundschullehrer und wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, dass es bei Kindern und gerade wenn sie noch ein bisschen jünger sind, sehr darauf ankommt, wie so das erste Aufeinandertreffen ist, das hat Timo aber, wie ich finde, gut gemeistert. Guck mal, Carlotta, darf ich dir jemanden vorstellen? Hi, na? Das ist Timo. Timo, und du, Carlotta? Schön, dich kennenzulernen, Carlotta. Geht's dir gut? Das war vielleicht noch ein kleines bisschen verhalten. Kurz darauf haben die beiden dann aber wirklich sogar schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Und cooles Spielhaus übrigens. Ich will auch so eins. Ist für mein Kind ganz durcheinander. Oh,
Das muss mal aufgeräumt werden. Das stimmt. Und wollen wir damit gleich beginnen? Und dann hilft Timo nicht nur dabei, sondern auch so ein bisschen dabei, den gesamten Spielplatz aufzuräumen. Und dazu sagt Steffi was ganz Interessantes, was ich ein kleines bisschen schwierig fand. Den Spielplatz zu dritt in Ordnung zu bringen, ist ein sehr schönes Gefühl. Das zeigt, dass ich mir das schon sehr wünsche, dass mal ein Mann im Haus ist, der uns unterstützt und der auch einfach Spaß daran hat, die Dinge mit uns gemeinsam zu machen. Was ich hier ein kleines bisschen schwierig fand, war, dass ich das Gefühl habe, dass Steffi dieses Spaß bei bestimmten Arbeiten zu haben vielleicht ein bisschen zu hoch rankt. Ich glaube, am Ende des Tages wird sie wahrscheinlich niemanden finden, der das genauso gerne macht wie sie. Aber darauf kommt es ja vielleicht auch gar nicht an. Grundsätzlich muss man aber wirklich sagen, ist das alles richtig gut gelaufen. Ja, dann kann es jetzt ja weitergehen. Da das Zusammentreffen mit Timo und meiner Familie durchweg positiv war, sind die Grundvoraussetzungen geschaffen, dass daraus etwas entstehen könnte. Klingt, wie ich finde, aber immer noch so ein kleines bisschen defensiv. Zum Glück ist dann aber endlich mal was passiert, was das jetzt voranbringen kann, nämlich Pferde waschen. Klingt komisch, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und wenn wir das jetzt hier so machen mit dem Waschen, ja? Ist das was, was für ihn unangenehm dann rüberkommt, oder? Nein, aber es ist natürlich, wenn du so mit dem Wasser da drauf klatscht, dann kann es einfach sein, dass er einen Schreck kriegt, ne? Ja. Das wäre ja so ähnlich, würde ich dir jetzt hier den Lappen in den Nacken schmeißen. Genau, das wäre gemein. Und genau deswegen macht Steffi das kurz darauf auch. Und dann wird zwischen den beiden wirklich ein bisschen ausgelassen. Und ich kenne sonst eigentlich immer nur heiße Car-Wash-Szenen aus dem Fernsehen. Horse-Wash-Szenen waren mir ja noch nicht so geläufig. Kann ich dich auch ein bisschen putzen? Hier so. Die Stellvorlage von der Steffi mit dem Wassergespritzer habe ich dankend angenommen. Es war schön zwischen uns beiden da, fand ich. Dass man sich dann auch körperlich näher kommt. Und es hat sich gut angefühlt, sie im Arm zu haben. Und ich würde sagen, sie sind sich wirklich körperlich gleich einen ganzen großen Schritt näher gekommen. Und das bedeutet, wenn ich Steffi richtig interpretiere, dass das für sie jetzt auch der Punkt ist, wo das okay war. Trotzdem fehlt da natürlich immer noch ein bisschen was, aber vielleicht kommt es ja bald. Ich glaube, es war der unbeschwerteste Moment, den wir bisher hatten in der Hofwoche. Also er scheint doch auch für jeden Spaß zu haben zu sein. Ja, das war echt eine gute Sache. Ich persönlich würde sagen, bei Steffi und Timo ist es für mich immer noch so ein 50-50-Ding. Und ein bisschen ist es auch so bei Christoph und Lisa. Aber da gibt es heute einen total tollen Programmpunkt, bei dem ein paar Wörter vorkommen, die für mich echt ausgedacht klingen. Da haben wir einen Buchsbaum. Und da war der Zinsler drin. Der Buchsbaumzinsler ist ein Falter. Und die Raupen des Buchsbaumzinslers fressen eben gerne Buchsbaum. Ja, der gefürchtete Buchsbaumzinsler. Wer kennt ihn nicht? Ich habe persönlich noch nie davon gehört. Jedenfalls soll dann jetzt hier Abhilfe geschaffen werden, unter anderem dadurch, dass Lisa einen Spaten benutzt. Wir haben in der letzten Folge schon gemerkt, Akkubohrer sind jetzt nicht so ihr Ding. Spaten irgendwie auch nicht. Ach, wie? Ja, man hat gemerkt, dass sie den Spaten jetzt nicht täglich in der Hand hat. Ich fand es aber dennoch ganz witzig und noch ein bisschen niedlich. Was soll ich denn erzählen? Du musst die Wurzeln abstechen. Hier muss ich Christoph übrigens mal ein Kompliment machen, weil ich finde, er macht sich nie darüber lustig oder gibt dann irgendwie allzu schnell auf, sondern er lässt Lisa Zeit und er kommentiert das dann auch nicht negativ, sondern versucht das mit ihr zusammen zu lösen und dann klappt es am Ende sogar. Tschüss. Wir haben es geschafft. Guck mal. Ja, top. Ja, doch gut geklappt, oder? Großartig. Allerdings muss man natürlich bei Hofarbeit manchmal auch ein bisschen darüber reden, wie es geklappt hat. Und da gibt es von Christoph halt wieder nur eine 3-. Aber ich habe noch nie so lange gebraucht, einen Busch rauszureißen. In der Ruhe liegt die Kraft und ich habe mein Bestes gegeben. Ja, ich habe es gesehen. Aber Spaß hat's gemacht. Was man aber, wie ich finde, merkt, ist, dass der Umgang zwischen den beiden wesentlich, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, einfacher geworden ist. Und endlich kommt dann auch mal ein Punkt, wo Lisa ihn so ein bisschen mehr in ihre Welt lassen möchte. Sie hat nämlich ein großes Hobby, das man quasi überall machen kann. Ich möchte mit Christoph unbedingt Bogenschießen gehen, weil ich das ab und zu auf solchen Mittelaltermärkten schon gemacht habe. Und ich hoffe, das wird ihm auch sehr viel Spaß machen. Ich liebe Bogenschießen, muss ich an dieser Stelle übrigens sagen. Und ich bin, wie ich finde, auch gar nicht so schlecht. Aber Lisa macht es ja, wie gesagt, häufiger. Mal gucken, wie gut die so ist. So einfach geht das. Okay, richtig gut. Ja. So, Christoph, willst du jetzt mal? Naja, weiß ich jetzt nicht, ob mich das so beeindruckt hat. Christoph hat es wohl irgendwie noch nie gemacht oder mehr oder weniger noch nie. Aber wie lautet dieses berühmte Sprichwort? Wer Wilhelm Tell gelesen hat, er schießt manchmal nicht nur den Apfel. Das habe ich mir übrigens gerade selber ausgedacht. So, und dann loslassen. Oh. Ja, alles klar. Ja, Christoph,
richtiger Profi hier am Werk. Ja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ja. Gar nicht schlecht. Am Ende muss man dann aber wirklich sagen, haben die beiden nicht nur sehr viel Spaß, sondern sie sind auch relativ schnell relativ gut. Nur hoffentlich treffen sie dann bald auch so gut in das Herz des anderen. Oh. Guck dir das mal an. Mega gut. Richtig gut. Ja, ich freue mich voll. Klasse. Ja, guck mal. Ciao. Christoph und ich haben auf jeden Fall den Bogen raus. Haha. Klingt doch alles sehr gut, aber ich finde immer noch, da fehlt auch noch ein kleines bisschen. Das ist beim nächsten Paar vielleicht ein bisschen anders, das gucken wir uns noch an. Und danach kommt dann übrigens noch die vielleicht erotischste Kandidatin aller Zeiten. Aber vorher geht's nochmal zu Jenny und Hannes. Und Jenny hat diesmal was Kulinarisches vorbereitet. Ich habe was vorbereitet, und zwar, was du hier siehst, sind alles Zutaten für mein absolutes Lieblingsessen. Ich weiß nicht, ob du es erkennst, aber wir machen heute Sushi. Sushi ist auch so ein Essen, wo ich immer das Gefühl habe, dass Leute das entweder mega geil oder ziemlich scheiße finden. Und Jenny ist definitiv mega geil und Hannes ist ziemlich scheiße. Ja, ich hocke mir gerne daneben. Hier, wenn die Jenny Sushi isst, dann ist ja ein Schweinsbraten nebenbei und dann wann ist das eine gute Kombination. Passt, oder? Mhm. Ich weiß nicht, ich finde solche Kommentare immer nicht ganz so toll, weil Hannes hat das vorher halt noch nie gegessen und man kann es ja wenigstens mal probieren und open-minded rangehen. Aber das hat er dann, glaube ich, tatsächlich versucht, nur geholfen hat es nichts. Und? Kann man schon essen, ja. Siehst aber du? Jede Woche preise ich jetzt nicht. Okay. Ja, vielleicht ist der Fischgeschmack vom Sushi ja nichts für ihn, aber vielleicht ist der Geschmack von Jenny umso besser. Und mittlerweile sind die beiden sehr vertraut im Umgang miteinander. Wissen sich aber auch ein bisschen, wie ein Ehepaar, das schon seit 34 Jahren zusammen ist. Ich muss sagen, das hast du ganz gut gemacht. Dann bin ich drin. Auch hier ist die Hofwoche dann fast schon wieder vorbei und es wird Zeit für das berühmte Fazitgespräch. Da hat sich, wie ich sagen muss, Hannes übrigens einen richtig schönen Platz für ausgesucht, da wäre ich jetzt auch gerade gerne. Nur ich bin wirklich ein bisschen gespannt, wie das Gespräch jetzt laufen wird. Wie hat dir die Hofwoche und die ganze Zeit gefallen bei uns herum? Es war echt mehr als toll, also. Nee, es war echt alles. War schöne Zeit, ja. Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So sprachlos. Ja. Ich bin echt sprachlos, jetzt ohne Scheiß. Ich war schon sehr überwältigt davon, was Hannes geplant hat. Tatsächlich hat doch nie jemand so viel, vor allem so schöne Sachen in meinem Leben für mich gemacht. Also mir waren schon fast die Tränen in den Augen. Und für mich ist das genau das, was zwischen den beiden vielleicht ein bisschen das Problem ist. Jenny schwärmt mega für ihn und er findet sie, glaube ich, echt am Ende des Tages nur ganz okay. Zumindest klingt seine Gesamtbewertung so. Dann noch eine erfolgreiche absolvierte Hofwoche. Mir hat sehr gut gefallen, hat viel Spaß gemacht. Haben uns früh kennengelernt und ja. Prost. Sehr, sehr schön. Dann freut's mich. Immerhin sprechen die beiden dann auch über eine gemeinsame Zukunft. Und da finde ich gut, dass Jenny nicht mehr ganz so naiven Eindruck macht, sondern auch ganz klar formuliert, was sie sich dafür wünscht und was sie braucht. Und das ist auch einfach nur fair. Gut, jetzt vorstellen, auf dem Hof zum Zirn oder eine Fernbeziehung machen oder eine Gokka-Beziehung oder wie stellt ihr dir jetzt da die Zukunft vor? Ich wäre bereit dazu, zu dir zu ziehen, auf jeden Fall. Aber dir ist bestimmt bewusst, wenn ich zu dir ziehe, ich lasse meine Freunde zurück, ich lasse meine Familie zurück, ich lasse meine Arbeit zurück, ich lasse alles zurück. Und deswegen, bevor ich den Schritt gehe, möchte ich schon wissen, dass es beständig ist, weißt du? Und dann würde ich es auch tun, wenn es safe ist, dann. Ist auch verständlich, ja. Und ich persönlich weiß jetzt nicht, ne? Aber dieses einfach einzuwerfen, ja, willst du jetzt keine Beziehung oder willst du eine Beziehung? Es klingt für mich jetzt nicht so wirklich danach, dass er sich jetzt krass verliebt hat. Und seine nächste Äußerung geht auch genau in die gleiche Richtung. Schade eigentlich. Im Grunde schon, aber man muss halt mal abwarten, wie es in der nächsten Woche vergeht, was da alles kommt. Dann muss man einfach mal nachschauen, wie es funktioniert, die ganze Situation. Dann werden wir doch ein paar Kilometer auseinander und dann stellt sich das von alleine raus, glaube ich, wird es wert. Trotzdem gibt es dann noch eine leicht positive Aussicht auf die Zukunft. Aber ich glaube, wenn wir uns das Wiedersehen in der Woche oder so anschauen, dann hat es bei den beiden nicht geklappt. Sag mir mein Gefühl. Ja, ich meine, du kannst da auch mal zu mir kommen. Können wir mal gern machen, ja, machen wir einen Ausflug. Und dann werden wir das schon alles organisieren, dass das funktioniert. Das werden wir. Okay, und jetzt ist es endlich soweit. Es gibt die vielleicht erotischste Kandidatin aller Zeiten und einen Bauer, der bisher noch gar nicht vorgekommen ist, der aber damals in der ersten Folge die größte Rolle gespielt hat, nämlich der Typ, der drei Frauen gesagt hat, dass er sie alle toll findet und der jetzt verdammt nervös ist. Ach du Scheiße. So crazy. Das ist übrigens Daniel und der erwartet Valentina. Wie gesagt, eine von drei Frauen, der noch vor ungefähr einer Woche gesagt hat, dass er sich mehr oder weniger in sie verliebt hat. Bei ihr scheinen die Gefühle aber wirklich am größten zu sein. Hallo.
Ja, hallo, Valentina. Grüß dich. Hi. Gute erste Umarmung mit extrem viel Reiben. An dieser Stelle würde ich eine glatte 2 vergeben. Und man merkt auch ein bisschen, dass die beiden sich wirklich mögen, daran, wie nervös sie sind. Kurz hatte ich Angst, die haben gleich braune Stellen hinten bei ihren Hosen. Danke. Als kleines Willkommensgeschenk. Danke. Bist du schon ganz aufgeregt, oder? Ach du Scheiße. Und? Ja, gut angekommen, ja. Hat gepasst. Ach, super. Ja, war die ganze Zeit nervös. Das glaube ich von ihr. Ansonsten muss man aber sagen, ich glaube, Daniel ist wirklich absolut schockverliebt. Und das finde ich einerseits schön, andererseits muss ich dazu später noch was sagen. Auf einmal steht sie da, das Herz tobt, ja, also man zittert einfach am ganzen Körper. Sie zittert, es hat einfach alles gepasst. Der Moment, der Augenblick, das war einfach einmalig. Klingt gut. Jetzt muss das bei Valentina nur natürlich möglichst ähnlich sein. Die scheint aber auch mehr oder weniger überwältigt. Also ich freue mich mega, in Daniel zu sehen, habe schon schwitzige Hände, mein Herz klopft schon voller und ja, bin richtig gespannt und hoffe, es geht so weiter. Womit ich mich dann ein bisschen schwer tue, ist, dass es mir zum einen so vorkommt, als wäre Daniel verhältnismäßig oberflächlich und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein paar Schritte überspringen, was natürlich okay ist, wenn sie das so fühlen, aber vielleicht ein bisschen zu schnell gehen könnte. Aber jedenfalls gibt es sofort, noch während der Abholung, Körperkontakt. Darfst du noch weiter zu mir herkommen? Fast. Nicht, dass du mir ausgefallen, du musst dich ja halten. Genau, so. Und danach geht es dann nochmal sehr fix weiter. Valentina lernt nämlich auch noch gleich Daniels gesamte Familie kennen. Und auch hier habe ich wieder so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Oberflächlichsein so ein bisschen durchscheint. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu negativ. Hey, Mama, Heidi. Hallo. Hallo, Valentina. Hallo, danke schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne, Valentina. Wir freuen uns schon sehr auf dich. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bei uns da, ja. Meine Oma. Hallo. Hallo Valentina, hallo. Ja, Valentina, ja, so hübsch. Du machst uns gleich direkt. Ja, hallo. Meine Schwester, hallo. Meine Schwester. Mega hübsche Schwester. Ja, also hübsch sind diese Menschen auf jeden Fall, da kann man auch absolut nichts dagegen sagen. Und was ich bei Valentina sehr sympathisch finde, weil ich selbst auch selten welchen trinke und ich finde, dass das oft verharmlost wird, sie trinkt keinen Alkohol. Und sie setzt das auch relativ klar durch und artikuliert das auch. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Du kannst Warum kein Alkohol? Ich trinke nicht so gern Alkohol. So trinken Sie gar keinen Alkohol? Extrem selten. Also ein, zweimal im Jahr vielleicht, aber das war's dann. Aber Bier trinken, oder? Ja, die sind ja die Wir können mal zusammen ein Bier trinken, das können wir machen. Bei dir macht es eine Ausnahme. Ja. Schön finde ich, dass für die Oma Bier kein Alkohol ist. Und Radler natürlich sowieso nicht. Na gut. Danach darf sich Valentina dann gleich mal die wichtigsten Räume anschauen. Und auch unter anderem einen Raum, in dem sehr, sehr viel Sport getrieben wird. Nämlich in Daniels Schlafzimmer. Klingt komisch, ist aber so. Das ist so mein Reich und ja, da können wir gerne miteinander ein bisschen Sport machen. Ja, perfekt. Machst du nur da Sport? Nee, ich bin ja noch im Fitnessstudio. Okay. Ja, also ich mache aktuell gar keinen Sport. Also das wird, ich sehe das schon kommen, dass wir da gemeinsam Sport machen und bin hoffentlich nicht. Bin ich der Einzige, der bei zusammen Sport machen im Schlafzimmer eine komische Assoziation hat? Ich weiß es nicht genau. Aber wie auch immer, ansonsten gibt es hier von Valentinas Seite aus erst einmal eine ganz kleine Kritik. Daniels Inneneinrichtung könnte nämlich schöner sein. Das Zimmer hat schon sehr wenig Deko und so. Also ich mag schon gerne mehr Deko und vielleicht ein bisschen heller und so, aber da kann man sich ja noch ein bisschen was ändern. Ja, da fehlt wahrscheinlich die berühmte weibliche Hand. Danach gibt es dann den nächsten Raum und das ist denn der, in dem Valentina schlafen soll. Und da hat Daniel nichts dem Zufall überlassen. Und ich frage mich ein bisschen, warum da so ein Spiegel hängt, mit dem man halb aufs Bett gucken kann. Ich habe es selbst ein bisschen dekoriert. Voll nett. Und ich habe auch was im Kranz versteckt. Kannst du vielleicht einmal reinschauen. Ein kleines Gutti. Aha, ist das ein Betttupfer? Das heißt Bussi. Bussi, mei. Ja. Voll. Mir schmeckt es ganz gut. Ich hoffe, dir schmeckt es auch. Also, kannst du dann später mal probieren. Voll nett, danke. Bis hierhin alles perfekt. Ich muss aber sagen, ich mag Valentina wirklich, weil die stellt manchmal einfach die wichtigen Fragen. Und ich glaube, da hat sie Daniel auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Das Bett hat aber die Mama gemacht, oder? Nein, das habe ich selber bezogen. Also Mama hat es gewaschen natürlich, also die hilft da schon auch mit. Wundervoll. Und danach geht es dann tatsächlich relativ schnell an die Hofarbeit, nachdem sich Valentina umgezogen hat. Und ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt und ich habe den Titel dieses Videos auch so genannt, denn Daniel hat einen ganz bestimmten Eindruck. Für ihn und ich glaube auch für das halbe Internet, wenn ich die Kommentare richtig deute, ist Valentina die vielleicht erotischste Kandidatin aller Zeiten. Valentinas Outfit ist Bombe, also echt scharf. Vielleicht nicht ganz so praktisch, aber wichtig ist ja, wie sie sich damit anstellt.
Und ja, man könnte jetzt wirklich argumentieren, dass ihr Outfit vielleicht für die Hofarbeit ein bisschen eigenwillig ist, aber das ist halt sie und dann ist es natürlich am Ende auch okay. Wobei ich mir auch ein bisschen die Frage gestellt habe, ob ihr klar ist, dass sie die Sachen danach natürlich je nach Hofarbeit auch einfach wegschmeißen könnte. Ich glaube, der Daniel hat sich auch gedacht, die Dussi und die will jetzt mit mir arbeiten mit dem Gewand, aber das bin einfach ich. Deswegen kann ich die trotzdem genau gleich gut anpacken. Und wie gut sie das kann, das beweist sie dann auch gleich nochmal. Ich weiß gar nicht so ganz genau, was die da jetzt konkret gemacht haben, aber ich fand ihre Arbeitsleistung eher so 3. Also ja, dann setzen wir an, so wie beim Hammern. Ansetzen. Ich garantiere jetzt für nichts, aber. Nein, ansetzen, ja. Okay. Und dann ausholen und nochmal drauf. Ja, schau, ist schon weg. Es ist schon weg, hat die Wurzel. Sauber. Daniel war allerdings extrem überzeugt, aber ich habe tatsächlich auch ein bisschen das Gefühl, der ist von allem bei Valentina sehr überzeugt, weil er vielleicht auch ein bisschen geblendet ist, muss ja aber nicht nur schlecht sein. Die Valentina, die hätte ich nie so erwartet. Also sie wirkt ja wirklich wie eine Tussi, aber ist es einfach nicht. Also die packt ja wirklich mit an und sieht einfach noch gut aus mit dazu. Also was will man mehr? Ich weiß aber nicht. Ich finde dieses mit dem sieht gut dabei aus, das betont da ein bisschen zu doll, oder? Naja. Kurz darauf gibt es dann das nächste tolle Outfit von Valentina und die nächste ebenso großartige Aufgabe. Aber da gibt es ein Problem. Und du glaubst, ich schaffe das mit dem Traktor? Ja, bist du schon mit Traktor gefahren? Nein, bin noch nie gefahren. Noch nie? Nein. Aber ich glaube, wenn du mir das kurz sagst, werde ich das schon mit zusammenbringen. Auf jeden Fall. So, dann steigen wir auf. Und jetzt noch nie einen Trecker gefahren zu sein, ist vielleicht am Ende des Tages gar nicht so ungewöhnlich, gerade wenn man aus einer größeren Stadt kommt. Allerdings gibt es da wirklich noch ein größeres Problem. Und da fand ich Daniels Gesichtsausdruck mehr als interessant. Guck mal, ich mit dem Autoführerschein fahren. Ich habe ja nicht mal einen Autoführerschein. Also ich bin erst beim Führerschein machen. Dauert noch ein bisschen. Ach. Ja, aber bitte, Gosch. Wir haben ja am Feld, da brauchst du keinen. Und am Privatgrundstück auch nicht. Und ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf einem relativ großen Trecker mit viel PS jemanden hätte fahren lassen, der noch keinen Führerschein hat, weil wenn sie gegen die Hauswand fährt, wäre es halt schon am Ende ziemlich blöd. Aber sie durfte es trotzdem. Und das muss man sagen, sie hat sich gut angestellt. Gerade dafür, dass sie wohl wirklich noch nie irgendwas gefahren ist. Schieß doch schon mal, gell? Wenn ich dann alles zusammenkomme. Ja, also, einwandfrei. Die hat es richtig drauf. Und ja, sie fährt wie eine Nummer 1, ja. Ich finde das mal lustig. Ich finde das cool. Gut, ist Automatik. Abwürgen kann man da jetzt nichts. Tja, aber fährt sie jetzt auch in Daniels Herz, damit sie in seinem Schlafzimmer Sport mit ihm treiben kann? Das finden wir gemeinsam in der nächsten Folge heraus. Und in der ist dann, wie gesagt, auch wieder Max dabei. Und der Lamborghini-Bauer ist wieder mal ein ziemlicher Idiot. Mit der Susanne, das hat nicht geklappt. Und da habe ich mich riesig gefreut, dass die Marion noch bereit war, mich zu besuchen. Hi, Schatz. Ah. Ich hätte die Stühle näher zusammengestellt. Dann hätte Steffen den ersten Schritt machen können, um sich das erste Mal zu küssen. Beim Ausmisten küsst man sich ja auch nicht. Wenn du wieder mit dabei sein willst, würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ich würde mich jetzt auch noch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das ist halt immer mega wichtig für den Algorithmus. Wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun magst, dann kannst du auch sehr, sehr gerne mal bei meinem Partner Holy vorbeischauen. Die machen anrührbare Getränke. Damit kann man eine Menge Schleppen sparen. Es ist kein Bullshit drin. Und ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Streng genommen musst du jetzt wieder draufklicken, ne? Denn sonst hast auch du bald jetzt Steffens Pferdescheiße am Fuß.